Wie man aufhören kann, von jemandem besessen zu sein. 10 todsichere Wege, um ihn aus deinen Gedanken zu verbannen. Wenn du jemals in einer Situation warst, in der du nicht aufhören konntest, Tag und Nacht über jemanden nachzudenken, dann war dieser jemand der ständige Bewohner in deinem Kopf. Er war rund um die Uhr da und wollte nicht wieder weg. Du weißt, dass du vergeblich besessen bist und das macht dich nicht glücklich, aber du weißt einfach nicht, wie du aufhören sollst, von jemandem besessen zu sein. Unabhängig davon, ob du etwas Intimeres mit einer Person hattest oder einfach ohne Grund für sie geschwärmt hast, das Muster ist das gleiche. Du denkst die ganze Zeit an sie, wo immer du hingehst, was immer du tust, sie sind immer irgendwo in deinem Hinterkopf. Vielleicht hattest du schon Gelegenheit, mit jemand anderem weiterzumachen. Aber deine Besessenheit hält dich als Geisel und du hoffst, dass sich eines Tages etwas ändern könnte. Du hältst sie einfach so hartnäckig fest, dass du niemandem eine Chance geben kannst. Manchmal sieht man nicht, dass es da draußen noch jemanden gibt, weil einem die Besessenheit den Blick versperrt. Das Schlimmste ist, wenn man sich selbst auch nicht sieht. Du siehst nicht, dass das Leben dir jeden Tag neue Möglichkeiten bietet, wenn du einfach deinen Gedanken entfliehen und sie ergreifen würdest. Dir ist klar, dass es Zeit für Veränderung ist. Nicht unbedingt weitermachen, sondern nur in Bewegung kommen. Ein paar Schritte vorwärts gehen, weil man das Gefühl hat, dass man schon lange am selben Ort festsitzt. Das Schlimmste, was man tun kann, ist gar nichts zu tun. Aber wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, sind hier einige todsichere Wege, um deine Besessenheit loszuwerden. Erstens, erkenne, dass du besessen bist. Manchmal ist die Person, die wir am meisten belügen, diejenige, die uns im Spiegel entgegenstarrt. Es gibt niemanden auf dieser Welt, den wir so leicht täuschen können wie uns selbst. Deshalb müssen wir einen Schritt zurücktreten und realistisch sein. Das ist der schwierigste Teil, wenn wir uns eingestehen, dass wir ein Problem haben. Ich weiß, das klingt, als wären wir in einer Art Reha, aber das ist es gerade. Die Person, von der wir besessen sind, ist unsere Droge der Wahl. Und je eher wir erkennen, dass wir ein Problem haben, desto eher können wir weitermachen. Zweitens, geh der Sache auf den Grund. Es geht nie um die andere Person, es geht immer um uns. Es muss einen Grund geben, der uns in diesen Zustand der Besessenheit gebracht hat. Vielleicht hatten wir zu viele schlimme Brüche in unserem Leben. Vielleicht war jede vergangene Beziehung mit einem unwürdigen, giftigen Mann und unser Traumtyp ist wie ein Hauch frischer Luft. Vielleicht sind wir nur ein bisschen einsam, obwohl das am schwersten zuzugeben ist, und wir haben etwas aus diesem Kerl gemacht, das ihn mehr in einen Traum als in die Realität verwandelt hat. Was auch immer es ist, je eher wir die Ursache kennen, desto eher wird das Bild von ihm aus unserem Kopf verschwinden. Drittens, verbanne dich aus den sozialen Medien. Soziale Medien sind Fluch und Segen zugleich. Sie sind großartige Wege, um zu kommunizieren, etwas Neues zu lernen und Spaß zu haben. Auf der anderen Seite geben sie uns Stalking-Privilegien, die wir nie für möglich gehalten hätten. So verbringen wir unsere Tage damit zu untersuchen, wo er gewesen ist, mit wem, wir starren auf seine Bilder, wir sind besessen von seinen Beiträgen. Es macht uns verrückt, weil wir ihn auf unserem Bildschirm haben, aber nicht in unserem Leben. Am besten deaktiviere also deine Social-Media-Accounts für eine Weile oder entfreunde ihn einfach. Das ist einer der hilfreichsten Schritte, sonst fallen wir einfach tiefer, indem wir ihre Social-Media-Accounts verfolgen. Viertens, schaffe eine physische Distanz. Das Sprichwort aus den Augen, aus dem Sinn kommt nicht von ungefähr. Wenn du nicht ständig Zeit in ihrer Nähe verbringst, ist es einfacher, sie aus dem Kopf zu bekommen. Jedes Mal, wenn du sie siehst, wächst deine Besessenheit. Wenn du also mit denselben Leuten rumhängst oder dieselben Orte besuchst, halte dich zurück. Am Anfang wird es schwer sein, aber mit der Zeit wird es einfacher. Fünftens, vermeide den Kontakt mit ihnen. Wenn du dich in einer Situation befindest, in der ihr euch von Zeit zu Zeit oder regelmäßig textet oder anruft, reißt du deine Wunden nur noch tiefer. Halte Abstand. Sag ihm, dass du mit der Arbeit, dem Studium oder mit allem, was dir einfällt, beschäftigt bist und einfach keine Zeit für Schreiben hast. Dieser Weg ist wahrscheinlich der härteste, aber das Vortäuschen von Freundschaft hat noch nie etwas Gutes für alle Beteiligten gebracht. Sechstens, konzentriere dich auf dich selbst. Es gibt eine Unzahl an Dingen, die du jetzt tun könntest oder solltest, anstatt von ihm besessen zu sein. Konzentriere dich auf sie. Verbessere dein Leben. Arbeite an dir selbst. In ein paar Jahren wirst du dankbar sein, dass du dich dafür entschieden hast. Es gibt Besseres zu tun, also beweg deinen Hintern von der Couch und geh. Die ganze Welt ist da draußen. Zeit ist kostbar und du verschwendest sie. Du kannst es besser. Siebtens, sozialisiere dich mehr. Du hast wahrscheinlich nicht viel Zeit für deine Freunde, weil du zu beschäftigt bist. Du siehst das Problem. Ruf deine Freunde an, häng mit ihnen ab und rede mit ihnen über alles andere als deinen verträumten, besessenen Typ.
Es gibt viele Themen zur Auswahl und gut verbrachte Zeit mit Freunden ist die beste Therapie für dich. Achtens, sei abenteuerlustig. Tu etwas, was du noch nie zuvor getan hast. Etwas, das du tun willst, aber was etwas außerhalb deiner Komfortzone liegen könnte. Du kannst alles tun, wie aus einem Flugzeug springen, Ziplining, Reiten, Fahrradfahren, alles, was du willst. Auf jeden Fall ist Veränderung die beste Medizin. Erwäge sogar, an einen Ort zu reisen, an dem du noch nie zuvor warst. Ein Tapetenwechsel verändert die Perspektive, sodass du vielleicht erkennst, dass die Dinge nicht so sind, wie du sie dir vorgemacht hast. 9. Erkenne, dass er absolut nicht perfekt ist. Er ist nicht perfekt, du hast ihn nur dazu gemacht. Er mag viele Qualitäten haben und man kann wirklich das Gefühl haben, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, der so ist wie er. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Du bist einfach vernarrt in ihn, also hast du dieses Bild in deinem Kopf erschaffen, das keine Verbindung zu ihm hat. Du bist nicht verliebt, du bist besessen. 10. Versuch nicht aufzuhören, an ihn zu denken. Das ist die beste Antwort auf die Frage, wie kann man aufhören, von jemandem besessen zu sein. Je mehr du es versuchst, desto mehr denkst du an ihn. Beachte, dass die meisten dieser Schritte nichts mit ihm, sondern alles mit dir zu tun haben. Das Entscheidende dabei ist, dass man sich auf sich selbst konzentrieren muss. Du machst nur zur Abwechslung mal du. Lebe dein Leben in vollen Zügen und er wird einfach in deinen Gedanken verblassen, ohne dass du dich auch nur darum bemühst, nicht an ihn zu denken. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.